Hallo Freunde und willkommen zurück zu Call of Cthulhu, wo wir in der letzten Folge ein bisschen als Dr. Colden gespielt haben, die Dr. Fuller in eine Falle gelaufen ist. Und jetzt wollen wir als Pierce uns auf den Weg machen, um das, um sie zu retten. Das Buch projizierte Pierce in den Körper von Dr. Colden. Der Detektiv erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit den Experimenten von Fuller konfrontiert, betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter des Riverside-Instituts nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce muss sie retten, bevor es zu spät ist. Das werden wir gleich tun, wenn die Ladezeiten vorbei sind, die ich jetzt eben geschickt rausschneide. Und da sind wir wieder bereit, den Wahnsinn zu betreten. Komm, jetzt mach nicht auf dem letzten Prozent schlapp, danke. I pray that Colden is really here and alive. Ja, wir sind in Dr. Fullers Büro. Tagebuch von der Frau von Reverend Band 1. Okay. Das Tagebuch der Frau von Reverend Wickwood. Ihr Ehemann John erbaute gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Anwesen der Hawkins, Hilltop genannt. Sie gehörten zu den ersten weißen Siedlern der Insel. Die vorherigen Bewohner verschwanden unter mysteriösen Umständen 3 Jahrhunderte zuvor. An old diary. Interessant, dass ich gerade A gedrückt habe auf meinem Xbox Controller und er hat halt die. The Scylla is here. Like in the vision. Colden came this way. Aber dann müssten wir ja theoretisch das Ding hier aufmachen können. What the Fuller too? Eine kleine Flasche mit Schlaftabletten. Wird wahrscheinlich bei Patienten verwendet, die Schwierigkeiten beim Einschlafen haben. Ja, was ich sagen wollte, ich habe A gedrückt und er hat die Laterne rausgeholt. Das hat mich überrascht. Das geht wieder auf unser Schicksal und so. Ja. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sie als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. Ha, das kennen wir irgendwo ja schon, den Text. Malleus Bestiarium. Also wir sind auf 40%. Das ist schon hart. Und wir haben übrigens Punkte zu vergeben. 80% Okkultismus ist schon echt gut. Ich hätte halt am liebsten lieber gerne mehr am Anfang in Medizinkunde gesteckt, ehrlich gesagt. Das ist halt das Problem, dass wir das nicht manuell steigern können. Weil ich ja hoffe, dass wir hier im Krankenhaus noch ein paar Sachen finden, die uns helfen werden. So, können wir durch diese Tür? Wahrscheinlich, vielleicht. Die ist auch eine Möglichkeit und die ist eine Möglichkeit, ne? Also 3 Möglichkeiten. Die ist zu, okay. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Okay. Gibt eh nur die eine Tür. Befürchte, das wird wieder eine Stealth-Passage, wo ich mir so denke, so, warum? Ist aber auch alles verschlossen hier. Okay. Ich würde ja behaupten, die sind hier alle nur dazu da, um uns auf direktem Wege dahin zu lenken, aber ihr kennt mich. Ich will mich hier umgucken.
kommen wir so durch. Aber hat ja gehofft, dass wir hier irgendwas finden, was uns hilft. Aber ich sehe eine Menge an nichts, was doof ist. Okay, wir kommen. Hä? Kommen hier rein, aber wir kommen hier nicht wieder raus. Bisschen bescheuert. Happening to me. Das ist eine gute Frage, was jetzt schon wieder abgeht hier, Pierce. Ja, da ist übrigens das Symbol. Das sind alles Symbole von unserem Verstand. Okay, da kommen wir nicht durch. Ich kann aber auch die Lampe nicht wechseln oder so. Mich aber umgucken, ob ich nicht irgendwas trotzdem finde, auch wenn wir uns gerade in der Wahnvorstellung befinden und unser Licht langsam auszugehen droht. Ha. Medizinkunde und geheime Wissenschaften. Dieses höchst interessante Buch, das für ein breites Publikum geschrieben wurde, zeigt, wie nicht anerkannte Wissenschaften die moderne Medizin beeinflusst haben. Ja, das kennen wir schon, das haben wir schon gelesen. Ich hoffe, dass das jetzt dem guten Pierce auch einen Vorteil gebracht hat. Weil es wurde auf unserem Charakterblatt nicht verzeichnet, was mich halt irritiert. Na toll. Teleport. Na, so funktioniert's nicht. Will jetzt mal was Verrücktes versuchen. Nö, schade, funktioniert auch nicht. Ich kann aber halt auch das Licht nicht wegstecken, aber es, ja, wir müssen dahin. Nur wie? Wir kommen hier ja nicht durch. Bisschen durch die Toilette tauchen. Das zeigt uns ja auch den Gang da vorne. Rückwärts geht auch nicht. Muss es doch eine Möglichkeit geben. Das resettet zumindest immer unsere Laterne, das ist ganz nett, aber. Nee. L'uomo delinquente, das haben wir auch schon gelesen. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine andere Lampe.
Ich kann nicht mehr den Lampenmove machen, den ich gerade durch Zufall gemacht habe. Wo ich irgendwie, keine Ahnung, das Licht aufgedreht habe oder so. Auf jeden Fall die richtig schnell das Öl verbraucht, die Laterne eben. Ist das eine Laterne der Wahrheit? Vielleicht, keine Ahnung. Ist nichts drin, na gut. Okay. Das ist immer noch gesperrt. Das ist gesperrt. Was ist mit denen hier? Hier ist nichts Neues. Nichts Neues. Das ist auch zu. Hä? Spiel, du verwirrst mich. Kann auch nicht die Laterne wieder wechseln oder so. Irgendwie muss ja eigentlich hier was sein. Aber ich bin verwirrt. Ich kann auch nicht mein anderes Menü aufrufen. Also ich kann nur das Menü aufrufen. Sehr strange. Ist das Spiel verbuggt? Was geschafft? Ah, jetzt können wir wahrscheinlich hier durch, weil die Tür offen ist. Genau. Ah. Where have I seen this symbol? Ja, draußen an der Wand. I see. Muss das wahrscheinlich hier. Ja. So, okay. Das würde mich wieder wegteleportieren. Das lässt mich nicht weiterkommen. Also müssen wir wieder die andere Lampe finden. Okay, jetzt verstehe ich's, wie es funktioniert. Die Frage ist jetzt nur, wo ist die andere Lampe hin? Sollen die jedes Mal aufs Neue suchen? Das ist ja auch Panne. Das ist zumindest meine Vermutung, dass wir diese Lampe immer wieder finden müssen. Weil da kommen wir ja jetzt wieder nicht durch. Und ich kann mal da durchgehen, vielleicht offenbart sich dann die Lampe erst wieder. Was wäre ja auch ein bisschen affig eigentlich. Oder kann ich. Nee. Das bringt nichts. Ich glaube, ich höre auch ein bisschen den Schlurfer. Fällt mir gar nicht. Ah, da ist die Lampe wieder. So. Tür auf. Lass mal so umgucken. Weil nö, ich gehe einfach direkt wieder die andere Lampe holen. Jetzt ist hier ja offen. Da ist was, mit dem ich interagieren kann, aber ich komme ja nicht durch. Frech.
Muss scheinbar nochmal Lampe tauschen. Das ist jetzt doof. Warum kannst du nicht einfach beide Lampen mitnehmen, Piers, bitte? Okay, nee. Ich muss da durch. Denn das ist ja offensichtlich zugemauert. Also hier ist definitiv was nicht richtig. So. Leuchten wir das Ding mal weg. Ja, das haben wir schon gelernt. Danke, Francis. Gehst hier durch und hier auch durch. Also müssen wir das Ding erstmal wegmachen. Und dann in den nächsten Raum. Was aber immer noch nicht der richtige Raum ist. Okay, in der Küche waren wir als Dr. Colden nicht. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Okay, wir brauchen also das nächste. Nee, hier kommen wir jetzt auch durch, klar. Na geil. Das war jetzt einfach nur skriptet. Ich folge jetzt einfach dem Ding hier. You are confronting powers that surpass you. Ja, danke. Das wissen wir. Aber ja, es scheint ein geskriptetes Event gewesen zu sein, sonst hätten wir auch noch eine Todesnachricht bekommen. Okay, wir müssen hier hinter. Also, an der Rezeption vorbei. Ich hätte gern mal mehr Licht in der Lampe. Das ist ja echt eine beschissene Lampe hier, Leute. Ach, ach komm schon. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück in Fullers Büro, oder was? Okay, das lenkt mich aber wieder ins... Jetzt springe ich das Viech wieder an. So, wir müssen in Fullers Büro. Diese Lampe ist wesentlich beruhigender und einfacher und angenehmer und überhaupt. Dann wieder Lampen wechseln. Das ist auch. Also, an sich. Ein cooles System, finde ich. Jetzt ziehen sie es doch in die Länge, oder? Mal ganz ehrlich. Vor allem, diese grüne Lampe, die bringt ja gefühlt gar nichts.
Ja, ich bin vielleicht ein bisschen erschrocken gerade. So, dürfen wir jetzt... It looks like things are back to normal. Oh Mann. Das war ja gar nicht nervig oder so. So, mal gucken, ob uns auch Dr. Fuller direkt an der Tür erwartet. Die Frage ist, mit Dr. Colden könnten wir wahrscheinlich auch nicht da rein. Ich habe ja erst die Tür probiert, die war verschlossen und bin dann durch die Tür gegangen. Hast du aber jetzt ein, zwei Türen geskippt? Hier wird doch schon wieder der Schlurf auftauchen, oder? Oder ist es einfach ein endloser Gang? What's going on? It never ends. Sieh's ein, Pierce. Du bist verrückt. Ja, das ändert nichts. Ich habe halt keine Ahnung, was wir hier gerade machen sollen. Das ist die Richtung, in die wir ursprünglich gegangen sind. Dann rennen wir einfach mal weiter. An den Türen ist ja auch nichts anderes. Also. Ja, doch, hier. Oh. Damnation. That's. That's me. Oh Gott! Jetzt ist die Tür verschwunden. Ich kann mich noch bewegen, aber... Okay, wir sind wieder raus. Da ist doch jemand. Da ist Dr. Colden. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Ja, aber die Wärter hatten ja schon gesagt, dass Dr. Fuller wen auf dem Seziertisch hat und der da mächtig Spaß dran hat, also genau das habe ich erwartet. Take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Colden? Untersuchen geht nicht. Okay. Ich will ja nicht sagen, dass ich mehr und mehr verwirrt bin, aber ich bin mehr und mehr verwirrt.
Nimm die Lampe doch mit, danke, Piers. Nicht viel Blut oder so. Irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass sie noch lebt, aber... He gave him the gold and I, the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. No. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's is of the oldest green. Violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Okay, VST-Bedingungen gültig. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible. Terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Okay, sehr. Studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Aber der Fuck. Mal ganz im ehrlich. You mean the guards? This way. Follow me. Ich bin dir auf den Fersen. What the? Oh no. This way. Come out of your hiding hole. Come out of your dumb hiding hole. Wait. The machine. It's the green.
The decaying one. The gas? Yes. It's not good for living beings. Ja, das haben wir schon gemerkt. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir diese Gelegenheit und machen hier am Montag weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso verwirrt wie ich. Ich möchte nicht der Einzige sein. Und bis dahin. Bis dann.